Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Angespielt, eines meiner ersten Spiele, die ich mal von meiner Steam geplant EP-Liste testen werde. Das heißt also Spiele, die ich irgendwann mal gesagt habe, yo, sieht gut aus, möchte ich ein Let's Play von machen, und dann wieder gedacht habe, jetzt habe ich 200 Spiele drauf, vielleicht sollte ich mich vielleicht doch nochmal irgendwie spezifizieren. Und wir werden uns zuerst Dungeon Siege 3 angucken. Ich war ein riesiger Fan des zweiten Teiles. Unglaublich gern habe ich den zweiten Teil gespielt. Dungeon Siege 2 war ultra gut. Dungeon Siege 1 ist jetzt auch noch in Bearbeitung bei mir. Ihr werdet später verstehen, was ich meine. Und Dungeon Siege 3 soll wohl nicht Dungeon Siege sein. Ja, die Entwickler haben scheinbar nur diesen Namen missbraucht, um einfach ein Spiel zu verkaufen, was anders ist. Und wir gucken es uns einfach mal genauer an. Ich habe es vor 2, 3 oder 4 Jahren bestimmt das letzte Mal gespielt und gesagt, jo, finde ich gut. Deswegen werden wir ein neues Spiel kreieren und uns das einfach mal anschauen, was in diesem Spiel hier so vor sich geht. Wir sind die 10. Legion, Exilanten eines sterbenden Reiches, die einst das Königreich Eb gegründet hatten. 400 Jahre lang haben wir unser Volk geführt und beschützt. Wir sorgten für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Manche sagen, dass es der Tod des alten Königs war, der das Volk gegen uns aufgebracht hat. Aber es war Jane Cassinda, die das Schwert erhob und uns aus unseren Versammlungshäusern und Anwesen vertrieb. Ich war bei der entscheidenden Schlacht nicht dabei, als die letzten Überlebenden der Legion Jane Cassinda unter den Zweigen eines uralten Baumes gegenübertraten. Daher weiß ich auch nicht, welche Kräfte sie damals im Wald heraufbeschworen hat, um meine Kameraden und Freunde umzubringen. Nach diesem Kampf veränderte sich der Wald. Er verrottete, ging ein. Jane war die Einzige, die den Wald lebend verlassen hatte. 30 Jahre sind seit dem Niedergang der Legion verstrichen und Eb hat harte Zeiten durchleben müssen. Inzwischen Jane Cassindas Truppen im Osten und der königlichen Familie im Westen toben endlose grausame Kriege. Einige wenige Söhne und Töchter der Legion haben überlebt. Ihr gehört zu diesen wenigen. So, wir können auswählen zwischen vier Charakteren. Wir werden fürs Angespielt einfach mal den nehmen, der uns am schönsten aussieht. Das ist alles Nahkämpfer, oder? Der hat ein Schwert, der hat auch ein Schwert. Nee, ist ein Magier, okay. Die hat Pistolen. Ich nehme Pistolen mit, auf jeden Fall. Charakter wählen. Katharina. Leicht Standard oder Hardcore? Ich habe es auf Standard eingestellt gehabt. Was wäre Hardcore? Sagt nichts Besonderes. Wird man das ja erst im Spiel dann feststellen können. Ich richte mich an euch mit. So, ich werde es überskippen. Überspringen, skippen. Treasures of the Sun. Das ist ein DLC. Aha. Uff. Mit WASD kann ich steuern. Ah ne, okay, ich kann auch mit der rechten Maustaste. Und ich kann hier die Kamera bewegen, alles klar. Eb ist ja das Königreich gewesen, wo wir auch in Dungeon Siege 1 gespielt haben. Ich bin in der Meinung, Dungeon Siege 2 hatten wir das. Weiß nicht, ob das auch Eb hieß. Wir haben 70 Leben und 100 Mana. Huch. Wir laden das scheinbar aber auch nicht auf, okay. Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich noch das Spiel, was ich damals angespielt habe. Ich habe es nur bis in das Haus reingespielt und habe dann gesagt, yo, möchte ich Let's Playen. Das war wahrscheinlich etwas zu wenig Eindruck. Sucht nach Überlebenden. Haben wir schon Gegner für die Interaktion? Mit einem Objekt drückst du eh, wenn du dich nah genug am Objekt befindest. Dieser Mann scheint ein Nachfahre der Legion zu sein. Er ist tot, eine gewaltige Schwertwunde klafft in seiner Brust. Wäre Pfeiler aus dem Mund dieses jungen Mannes. Er muss überrascht worden sein oder er wurde getötet, als er versuchte zu fliehen. Hier waren, glaube ich, die ersten Gegner gewesen. Ne? Genau, hier habe ich aufgehört. Ein bisschen laut, oder? Ah, ist okay. Was haben wir da? Ein Brief in Ulos Handschrift, der unvollendet scheint. Okay. Sollten wir es wirklich Let's Playen, wenn wir uns das genauer an reinziehen. Bis dahin möchte ich ein bisschen erstmal das Spiel kennenlernen.
Einige Objekte enthalten auch einsammbare Gegenstände, drücke, um den Inhalt anzuschauen. So, mit C kann ich meinen Charakter aufrufen. Lebenspunkt und Erfahrung. 6000 Erfahrung brauche ich. Huch. Inventar. Hätten wir ein Gewehr. Umwandeln. Was bedeutet umwandeln? Habe ich das zu Geld gemacht? Huch. Naja, habe ich nicht. Ich habe es angelegt, oder? Oder auch nicht. So, man kann einfach linke Maus das drücken. Eine Kiste. So, so. Eine Bluse der Flinkheit. Wie kann ich die anlegen? Umwandeln. Macht da wirklich nur Gold raus, oder? Will ich gar nicht. Ich will das eigentlich anlegen, aber ich kann es ja einmal nur umwandeln. Wir machen auch was? Achso. Ach, das wäre eine blaue Rüstung, die wir nutzen können. Huah! Nun, offensichtlich versucht noch eine Ratte der Falle zu entfliehen. Unter den Füßen deines Gegners wird ein Ring erscheinen, dessen Farbe seine Gesundheit anzeigt. Er wechselt von grün, was einen Gesundheitszustand angibt, zu rot, wenn das Ziel dem Tode näher kommt. Wenn du Leertaste kannst du angreifen, blocken. Blocken schützt zwar Schaden, kostet aber Fokus. Ah ja, okay, Fokus ist. Fokus kriege ich immer, wenn ich. Zack! Wenn ich angreife. Das Tor öffnen. Hier rein, bevor die Söldner mich sehen. Martin Giscard. Wie war das cool gewesen? Ja, mal gucken, kann ich Waffen switchen? Ich hatte schon. Nee. Mein Name ist Martin Giscard. Wo ist Odo? Nachladen gibt's hier an sich nicht. Das heißt, wir haben unendlich Munition. Oh, guck mal, man kann sogar. Sind noch nicht entzündet. Beeilung. Ja, ja, ist ja gut. Nur noch eine. Du darfst auch was machen. Du latschst direkt dann vorbei, Junge. Kaboom! Und die ganze Brücke in die Luft gesprengt. Keiner kann mir mehr folgen. Das Mond. Ich glaube, wir haben das alte Versagen. Lass uns gehen. Die Pilgerstraße. Dein Spielstand kannst du verschiedene Speicherpunkte innerhalb der Welt speichern. Speicherdaten. Wenn unsere Feinde wüssten, dass wir beim Anwesen sein würden. Möglicherweise haben sie unsere Flucht zum Versammlungshaus geahnt. Das sieht echt wie so ein richtig billiges Hack. Also. Keine Wahl. Wir wollten uns dort treffen. Ein billiges Hack and Slay aus. Sie könnten überall auf uns lauern. Was tatsächlich. Wenn ich Dungeon Siege 2 als Vergleich nehme, Katastrophen und Gewehren bieten außerordentliche Reichweite und Durchschlagskraft, wobei sich etwas langsamer bewegt. Wenn ich mir den zweiten Teil vergleiche, finde ich tatsächlich den dritten Teil weniger gut. Einfach auch grafisch. Fähigkeiten. Hier haben wir Fähigkeiten. Rekrut. Legionär Meister. Haben wir schon Erfahrung bekommen? 327 von 640. Ups. Ein Heereslager. Leskanzi, wie es aussieht. Eine Kiste. Das kann kein bloßer Zufall sein. Wir sollten uns umsehen. Vielleicht finden wir heraus, was sie planen.
Vielleicht, aber auch nur vielleicht finden wir das heraus. Die Brücke zum Versammlungshaus. Kann wieder speichern? Ich hab doch gerade das gespeichert. Ein weiteres Lager. Sie haben eine ganze Armee angeheuert. Das war die erste. Das machen alle. Lasst uns zum Versammlungshaus zurückkehren. Du hast dann einen Gegenstand, den dein Charakter nicht ausrüsten kann. Rücke entweder im Inventar um all diesen Gegenstand und auch hier in die nicht. Achso, ich kann die wahrscheinlich einfach nicht nutzen, diese Items, die ich da bekommen habe. Deswegen kann ich sie höchstens umwandeln. Aber steht doch da immer plus 3, plus 3. Ich verstehe das irgendwie nicht richtig, warum ich das nicht anlegen kann. Ist bestimmt noch eine Kiste, wenn ich hier hin konnte, oder? Da ist noch eine Kiste, hier ist noch ein Waffen. Hier ist ein Ständer. Ein Karabiner des Zorns. Was, entschlossene Strümpfe? Kommt schon. Das Versammlungshaus liegt in der anderen Richtung. Ja, ja, ist ja okay. Ich hab verstanden. Na, warum kann ich diese Waffe zum Beispiel nicht anlegen, eine Schrotflinte? Das verstehe ich nicht. Ich kann alles nur in Geld umwandeln. Na, guck mal, ich habe, das ist der Inventar-Slot, den ich habe. 100 Slots habe ich im Inventar. Und das andere ist entsprechend mein Gold. Ja, tatsächlich kann ich dem zustimmen, dass sich das einfach really nicht nach Dungeon Siege anfühlt. Dort vorne sieht es nach Ärger aus. Ah. Ich kann sie nicht angreifen. Huch. Was? Der Rest der Jungs verteilte sich. Jetzt halt zu sterben. Bogdan. Zack. Ah, kiten kann man ja. Zack. Huch. Der ging wohl daneben, der Schuss. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Warum hat er mich an? Der hat einen Krankenwagen gehabt. Vampir, du hast dein erstes Extrakt erhalten. Das sind spezielle Gegenstände, die auf deine Ausrüstung angewendet werden. Also sowas wie Sockel, ja. Geschickte Bluse. Ach nee, es ist ein Bogenschütze gewesen. Verdammt, ich wurde getroffen. Von der. Das war tatsächlich ein. Jetzt ein. Verzaubern. Und das Extrakt Chaos Vampir plus 5. Beweglichkeit, Rüstung, Blocken. Ach ne, Beweglichkeit, Chaos Vampir, ja. Nicht genug Gold. 500? Ah, danke. Für dieses Bastards. Gut, das erinnert mich. Ist Odo auf der anderen Seite dieses Tors. Diese Statuen gerade haben mich. Ah, ich komme leider nicht weiter raus, Mann. An beide am Leben. Lufia. Secret of Mana erinnert. Die anderen? Es mit der Kuschelkatze. Dem Kuscheltiger, ne? Das Kampfareal hier. So ein bisschen, ne? Hier die beiden Plattformen. Levelaufstieg. Wuhu! Entsprechend diese Skillen. Zauber des ewigen Lebens, Kuss der Qual und Herzsucherschuss. Ich kann das hier theoretisch verbessern. Na, halt, seht ihr hier die Leiste hier, die hier. Kann man entsprechend verbessern. Defensiv Nahkampf, dann machen wir das hier. Oh, geht gar nicht. Okay, kann man nur das machen scheinbar. Fertigkeit erwerben, Zauber des ewigen Lebens. Jetzt kann ich entscheiden, oder... Herzsucherschuss kann ich auch machen. Schnellfall, wenn der Feind den Herzsucherschuss zur Strecke gebracht wird, erhält Katharina für jede Stufe von Schnellfall 6 Fokuspunkte. Und besitzt dann... zusätzliche Feinde zu drin, finde ich gut. Talente erworben. Katharinas Beweglichkeit wird um 4% pro Stufe erhöht. Gewährschuss einmal des Steinschlags ein zweites Hit treffen. Immer wenn Katharina mit Kusten, okay. Finde ich ganz gut. Schützen. Na, hier die beiden Plattformen vom Kuscheltiger, der immer hin und her gesprungen ist. Hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Was haben wir hier? Etwas Krams. Ja, okay, nur ein bisschen Story. Könnte man sich, falls man ein Let's Play machen würde,
sich nochmal genauer reinziehen. Hier machen wir ein paar Ständer. Hat Ständer gesagt. Und hier wird es entsprechend weitergehen. Aber ich möchte mir natürlich... Oh, nee, geht's auch noch weiter? Nö. Hier sind nur die. Die sind nicht so wichtig. Geht's da lang? Ja, dann haben wir noch einen Waffenständer. Das hat mich hingegen wieder an Diablo. Aber wie ihr seht, ich kann die echt nicht anlegen, ne? Wissensschatz, ach so. Ah, das, was ich gelesen habe. Ich kann diese Items nicht anlegen. Ich kann sie höchstens verzaubern. Nur mit einem Extrakt für 500 Gold. Ja, sicherlich. Aber ich kann nichts anlegen. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ausrüsten? Ach, guck mal, doch, ausrüsten. Vielleicht hätte man das mal machen sollen, ne? Eine Schnalle. Hier haben wir auch noch ein Gewehr. Handschuhe, hier ist eine geschickte Bluse. Ja, 5 Beweglichkeit, 2 Rüstung. Ja, okay. Sehr gut. Ringe habe ich noch keine, genauso wenig wie Amulette. Eine Donnerbüchse der Flinkheit und ein entschlossenes doppelläufiges Gewehr. Haben wir nochmal einen Feind? Du hast eine Energiesphäre erhalten. Diese werden freigestellt, wenn man wichtige Schlüsselpunkte des Spiels hat, der sich bringt. Energiesphären können durch das Einsetzen von Spezialfähigkeiten, das Blocken von Angriffen oder Nehmen von Schaden aufgefüllt werden. Ich würde ganz gerne runtergucken, aber es geht nicht, oder? Ist das hier eine Energiesphäre? Dies scheint eine alte Dimensionspassage der Legion zu sein, welche Magie auch einstmals innewohnt. Sie ist vergangen oder inaktiv. Achso, ein Teleportationsportal also. Kann man mit der Zeit freischalten. Wahrscheinlich, wenn wir das zweite gefunden haben, können wir uns automatisch mit hierher teleportieren. Ich liebe ja grundsätzlich Teleport, ist immer super. Ich würde ganz gerne noch einen Feind kurz besiegen mit meinen zwei neuen Waffen. Muss man jetzt nicht alles looten. I! Ach! Tot. Ugh, Spinnen. Warum müssen es Spinnen sein? Die Bewegung ist echt strange. Wow, direkt eine Falle gehabt hier. Noch mit den Spinneneiern. Entsprechend gibt es hier natürlich noch mehr. Ah, guten Schaden. Gut, meine Freunde. Ich würde sagen, tatsächlich, das war es auch gewesen mit dem Angespiel zu Dungeon Siege 3. Ich kann mich leider nur den Negativrezensionen dieses Spiels anschließen. Es ist kein Dungeon Siege Nachfolger. Es ist ein absolut anderes Spiel, wie ich finde. Und es ist auch nicht etwas, was ich weiterspielen wollen würde. Schade. Aber gut. Ich danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Das war's gewesen, angespielt zu Dungeon Siege 3, welches wahrscheinlich kein Dungeon Siege ist, sondern einfach nur diesen Namen verkauft wird. Bildet euch gerne eure eigene Meinung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.